Hallo, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal RealFD mal wieder. Heute zur 14. Folge, genau 2 Wochen läuft die RTG schon. Hier im Hintergrund seht ihr unser Team. Ja, ist auf jeden Fall ein heftiges Team, würde ich sagen. Dann heute auf dem Plan steht schon mal, wie jeden Tag, Adventskalender-Upgrade 83x10. Trosa haben wir ja in der letzten Folge schon fertig gemacht, da müssen wir uns jetzt nicht mehr kümmern, das ist sehr, sehr schön. Haben hier noch 2 Evolutions offen. Würde ich mal sagen, fangen wir damit Klaus an. Aber ja, haben wir noch 19 Tage, also theoretisch haben wir da noch Zeit. 19 Tage läuft halt die RTG auch nicht mehr so. Aber ja, sind auch nur noch 10 Tage, wie die RTG läuft sozusagen. Dann ist es auch schon vorbei. Bisher auf jeden Fall ein gutes Team zusammengebaut. Die 2 Evolutions werden wir uns auf jeden Fall noch erspielen. Und werden dann sehen, was wir diese Folge noch machen werden. Auf jeden Fall 83x10, wie gesagt, Adventskalender-Upgrade. Mal schauen, vielleicht die Icon-SPC, wenn wir ein bisschen Glück haben hier in den Packs. Weil, ja, ich zeige euch gleich mal meinen Verein so. Den Verein, der hier am Start ist. Ich gehe mal hier kurz rein, dann können wir das direkt mal anfangen, weil heute beim Adventskalender-Upgrade kriegen wir leider bei den Zielen gar nichts. Leider, leider. Das ist sehr schade. So, dann beim Verein gibt es hier folgende Spieler, die man theoretisch abgeben kann: Kane, Rodri, Casemiro, Reiten. Genau, das wäre die erste Seite. Ödegaard, Magul, Zidane. Wen noch? Araujo könnte man abgeben, theoretisch. Dann so ein McCabe könnte man abgeben. Dele, Stones, Larsson. Also schon gute Sachen. Ich würde vielleicht mal anfangen oder so mit einer SPC. Und ich glaube, die zweite werden wir dann eh safe machen. Also ja, mit einem Team würde ich dann mal anfangen irgendwie. Und gucken, ja, wann wir es genau schaffen. Aber auf jeden Fall diese RTG oder dieses Icon Pack, was gerade am Start ist, werden wir auf jeden Fall schaffen. So, das erste 83x10 ist am Start. Machen wir direkt auf und schauen, ob wir da vielleicht eine gute Karte draus ziehen. Komm schon. Mares, okay. Vielleicht Double Walkout wäre nicht schlecht. Komm schon. Ah, frech. Für so ein Pack ist schon ein Walkout, ja, nicht so gut, würde ich mal sagen. Mal schauen, was denn da ist. Und der Rest war relativ scheiße, würde ich mal sagen. So, mir fällt leider gerade auf, der Team of the Week Pack ist leider weg, so wie ich sehe. Leider, leider gibt es den nicht mehr am Start. Das tut sehr weh. Aber ja, dann wird es wohl leider nichts mit dem zweiten 83x10 heute. Dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Icon Pack rein und gucken, ob wir das so easy abschließen können. Ja, wir haben, ich sehe gerade, ja, wir brauchen Inform dafür. Ja, wird schwer, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, wir gehen dann auch direkt in die Weekendly Quali rein heute in dieser Folge und schauen dann, wie es so ausschaut. Ja, mal gucken. Aber es gibt auf jeden Fall noch die Rivals Awards in dieser Folge. Es ist gerade noch Mittwochabend, deswegen ja, sind die gerade noch nicht am Start bei mir. Aber morgen dann, so, trotzdem in dieser Folge, gibt es dann noch die Rivals Awards. Mal schauen, vielleicht sind wir da in Endform oder so und können die nochmal verwerten. Ja, wir kriegen dann morgen ein 15k-Pack ist es, glaube ich, ja. Oder 2 15k-Packs, wenn man hier die Untrades nimmt. 2 25k-Packs nochmal dazu, 2 kleinere und dann, glaube ich, 2 15er sind es. Ja, ja, mal schauen, was wir da ziehen werden. Aber ich würde sagen, wir springen dann direkt rein in die Rivals Awards dann. Und machen dann auch gleich die Weekendly Quali fertig. Oder fangen sie zumindest an. So Jungs, wir haben die Rivals Awards. Sehr, sehr geil. Ich habe jetzt gesehen, wir sind jetzt schon bei 19 Uhr so. Vom Donnerstag so. Deswegen auch in der nächsten Folge wird es auch die nächsten 83x10 geben. Höchstwahrscheinlich so. Deswegen ist gut.
gibt wieder die Team of the Week Picks, ist sehr, sehr geil, dass die wieder draußen sind. Vielleicht gab es sie gestern schon oder so, ich habe sie einfach nicht gesehen, ich war einfach blind, kann auch sein. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, wie machen wir es jetzt als am besten. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier noch einen Gavi. Natürlich gibt es hier wieder das Adventskalender-Upgrade, alles Mögliche, so was eigentlich für die nächste Folge geplant wäre. Aber theoretisch könnte man ja schon mal ein Inform-Pixel anfangen oder so. Den Gavi einfach verwerten, dann könnte man die Packs auch jetzt aufmachen. Wo war er nochmal? Wo war er? Vielleicht bin ich auch schon vorbei. Ach, scheiß drauf. Da ist er. So, wir gehen jetzt hier einfach schnell einen Gavi ab, würde ich mal sagen. Team of the Week Pick. Und ja, dann gehen wir gleich zu den Packs. So, wir sind jetzt bei den Packs. Machen das erste auf. Natürlich erstmal den Gavi. Hier zuweisen, natürlich, ganz, ganz klar. Und dann gehen wir auch rein in die Packs. Erstes 25k Pack, schauen rein, was das uns so bringt. Wir hoffen natürlich auf gute Spieler für das Icon Pack, was wir hoffentlich noch abschließen können. Wir hoffen, was ist das? Walkout, geil, wichtig, sehr, sehr geil. 86 nehmt ihr natürlich mit Kusshand mit. Mit Kusshand, Jungs. Und noch eine 84 dahinter. Sehr geil. Das bringt uns auf jeden Fall noch einen Schritt weiter zum Icon Pack, würde ich mal sagen. Ich glaube, in der nächsten Folge ist es dann soweit. Auf jeden Fall. Vor der Weekend League nochmal ein schönes Upgrade fürs Team. So gefällt mir das doch. So, dann nächstes Pack. Spanien, Stürmer, Jaguaspas. Moreno, okay. Hat, glaube ich, eine 83. Morales, ach komm. Scheiß drauf. Moreno wäre cool gewesen. Ja, auf jeden Fall besser als Morales, glaube ich zumindest. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz klar. 79 aus 25k Pack. Geil. Frech. Aber naja. Dann hier aus der SBC nochmal schnell ein Pack und gucken rein. Kobel. Wohl doch nicht. Akanji. So. Nächster Pull hier, ja. Weiß ich nicht, aber eigentlich auch nichts draus erwartet, würde ich mal sagen. Dann hier noch ein 25k Pack, das nächste am Start mit nur Spielern. Da haben wir noch mal eine größere Chance auf ein Big Pull. Ah, komm schon. Ach, Rafa, glaube ich, müsste das sein. Das für dieses Pack ist nicht gut, ehrlich. Jean Mario sogar nur. Das ist schon respektlos, ehrlich. Wir könnten dann, glaube ich, sogar noch ein paar 78 plus Picks machen, glaube ich. Das wäre nicht schlecht. Aber auf jeden Fall würden wir dann auch in die Weltquali reingehen. Nachdem wir die paar Picks gemacht haben, würde ich mal sagen. Die, ich schätze mal, wir können so 5-6 Stück nochmal abschließen oder so. Und genau, dann springen wir auf jeden Fall rein in die Weekend League Quali. Ich weiß nicht, ob ich die in diesem Video fertig spielen werde oder im nächsten Video dann sozusagen fortführen werde, wenn ich nicht ganz fertig werde. Aber wir werden es dann sehen. Auf jeden Fall. So. Dann haben wir hier einmal Fekir. Dann noch ein paar Non-Rays, die gut für den Verein sind. Ganz, ganz klar. Für die Upgrades. Dann hier nochmal eine Tradable-Karte. Auch geil. Und einmal De Jong, der untradet ist. Stoß mal ab. Ja, hätten wir theoretisch auch jetzt schon für die Upgrades benutzen können. Da hätten wir uns ein bisschen was gespart. So ein paar Spiele. Aber egal jetzt. Scheiß drauf. So, dann nochmal das schlechte 25k Pack. Gehen wir rein und gucken. Spanien ZM gönnt Thiago. Ah, Luis Alberto. 83, okay. Naja. Ein Inform wäre cool. Würde ich mal sagen, noch ein Pick hier hinter. Oh, 84 sogar. Noch eine 84. Dahinter. Sehr, sehr geil. Und ja, Portugal haben wir. Das würde ich sagen, aktivieren wir direkt. Für den Cristiano Ronaldo, den wir jetzt im nächsten Pack ziehen werden. Ja, wäre jetzt nichts Besonderes. Ja, ich merke, die Cam ist wieder stehen geblieben. Geil. So, hier bin ich wieder. Nächstes 25k Pack. Somit auch das letzte aus den Rebels Awards. Ach, gönn doch zumindest einen Kobel. Komm schon. Schade.
Aber ein Walkout haben wir daraus gepult aus den Rebels Awards, würde ich mal sagen. Boah, ist jetzt nicht das Beste, aber naja, was soll man tun? Füg mal alles dem Verein hinzu, machen ein paar Player Picks und sehen uns dann gleich wieder. So, wir haben jetzt nochmal 10 Player Picks abgeschlossen. Es sind noch nicht mal alle Non-Rare-Karten drin. Deswegen, ja, aber 10 reicht erstmal. Vielleicht in der nächsten Folge noch ein paar. Aber wir werden sehen, ob wir das noch von der Zeit her schaffen. Ob ich überhaupt dann die Player Picks noch machen kann, sozusagen in der nächsten Folge, weil es ja dann schon 19 Uhr, wo ich den Hauptteil der Folge sozusagen aufnehme. So, schauen wir mal. Bisher geht sogar fit, geht klar, ist okay. Dann hier noch ein schönen Otavio 82er für 78 plus Picks, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Müller nehmen wir auf jeden Fall auch mit, der ist nicht schlecht. Ist der tradable? Na, leider nicht, schade. Aber dann geht es auch direkt weiter mit einem Walkout, sehr geil, das freut mich sehr. Sie ist auch sehr wichtig, dass wir hier weiterkommen für die Icon SPC. Der Pick war jetzt mal Schmutz als einziger bisher. So, dann geht's weiter mit Fernando. Okay, geht auch klar. Dann den vorletzten Pick, 81er. Okay, nur mal anzumerken, aus 30 Stück in der Folge, wo wir die eröffnet haben, haben wir nicht einen Walkout gezogen und jetzt schon in 10 Stück einen. Das ist schon frech. Dann verwerten wir noch schnell den Müller. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben jetzt hier den Team of the Week Pick am Start. Schauen rein, was gibt's hier in dem Pick. Und gucken, Saul ist gut. Können wir gut verwerten für eine Ding in der nächsten Folge für eine 83x10 SBC. Dann würde ich auch sagen, machen wir noch hier das eine 5K Pack auf von dieser SBC und gehen dann direkt rein in die Weekend Quali. Wird ernst jetzt. Müssen wir uns wieder gut qualifizieren. So 8 Siege wären nicht schlecht, 7 Siege würde ich mir auch noch zufrieden geben. Aber naja, wir schauen. Hier wird eh nichts rauskommen. Auf geht's, komm. Ja, zumindest ein seltener Spieler, glaube ich. Müsste das sein, ein Dicker wahrscheinlich, oder? Wir schauen. Brauchen wir nicht. Ganz genau, perfekt. Richtig erraten. Und dann gehen wir auch rein in die Quali. So, hier seht ihr nochmal unser Team, so als Erinnerung, wie unser Team hier aussieht. Sehr stramm. Dann gehen wir auch schon rein ins erste Match. Schauen, wie das hier das erste Match läuft in der Quali. Gucken rein, nur so als kleine Ankündigung, damit ihr euch schon mal bereit macht. Wochenende wird leider die Videos wieder ohne Facecam werden. Geht leider nicht anders. Was ist das hier für ein Team? Full Icon denkt er auch, Mann. Auf jeden Fall, Wochenende werden die Videos ohne Facecam kommen. Nur als Ankündigung so. Es geht leider nicht anders. Ja, genau. Ich werde heute so ein paar Spiele machen in der Quali und dann schauen wir. Let's go! Direkt so ein einfaches Tor. So muss es sein. Bailey, schönes Tor. Er spielt gerade im Sturm, weil ich vergessen habe, die zwei wieder zu tauschen, Jota und Bailey, aber so spielt er auch gut. Forlan, richtig schön ausgespielt, 3-1. Bailey, 4-1, komm, geh raus für mehr, wichtig. Und let's go, geht raus, erster Win. So, wir haben jetzt das nächste Spiel. Ich glaube, ich werde so noch 2 Spiele machen, das und noch eins in dieser Folge und dann in der nächsten Folge die Quali fertig machen. Team sieht wieder stark aus, aber werden wir schlagen. Was ein unnötiges Tor, Mann. Let's go, Voller, 1-0. 1-1 natürlich.
verloren. 2 zu 1. Wichtig. Schöner Ballgewinn, muss ich sagen. Verloren mit dem 3 zu 1. Ich glaube, jetzt geht er auch raus. Hoffentlich. Komm. Let's go, er geht raus. Das war ein harter Gegner, ehrlich. Er hat viel R1-Dribbling gemacht, aber er hat es nicht so perfektioniert wie ich. Ganz, ganz klar. So, letzter Gegner für diese Folge. Wir schauen uns das Team an und das sieht echt schlecht aus, muss ich ehrlich sagen. Aber nicht, dürfen wir nicht unterschätzen. Ganz, ganz klar. Bernardo Silva, let's go, 1 zu 0. Heftiges Tor, 2 zu 0. Jetzt macht er noch ein Tor, er ist so schlecht, wow. Salah, let's go. Schönes Tor. 3 zu 1. Langsam wird es auch Zeit, für dich rauszugehen. Ach, es ist so unnötig, Digga. Wow. Der Kerl spielt so komisch und in der Nachspielzeit macht er das Tor. Er spielt so komisch, er ist so schlecht. Und Digga, es ist einfach respektlos, Digga, wie er noch hier das Unentschieden macht. Jetzt müssen wir noch hier Verlängerung gegen ihn spielen. Es ist so peinlich. Er spielt so komisch, Digga. Let's go. Mein Life Van Dijk macht das Tor. Geil. Ein Spiel jetzt gewastet. Gegen diesen scheiß Gegner. Ah, das war mir jetzt egal. Die müssen jetzt zerstören. Das ist so ein schlechter Gegner und bringt uns hier in die Verlängerung. Mit einem 3-3. Das kann nicht sein. Let's go. 4-3. Wir zerstören ihn jetzt. Ist mir egal. Zambrotta. Oh, hier seht ihr, wie viel Glück er hat. Das ist so, frei, das ist so peinlich. Schon, der lässt jedes Mal diese scheiß Animationen durchlaufen, der nervt mich, der Kerl. Ja, danke. Auch mein Kopfball geht rein. Doppelpacker Van Dijk. Mach doch den Hattrick, komm. Schau, was eine Lücke. Das ist so peinlich. Und drücken jetzt noch ein Tor, ist mir egal. Jetzt, auf geht's. Pack den Gritty aus, Junge. Pack den Gritty aus. Wichtig. Sehr, sehr schön. Ja, hier ist auch der dritte Sieg in dieser Folge. Ja, verdient, Junge. Verdient. Zum Ende der Folge gibt es noch ein dickes, fettes Pack-Opening. Wie ihr schon seht, wir haben eine 100k-Pack aus der Vorlagenmeisterung bekommen. Wir haben jetzt 400 Vorlagen aufgepackt, endlich mal. Und damit haben wir das 100k-Pack, 81x2, 82x2, 84x2, 83x3. Fang an! Damit können wir auf jeden Fall nächste Folge das Icon-Pack machen, 100%ig, 100%, das sage ich euch. Lewandowski, Payor, sehr gut. Wichtig, erster Walkout aus dem 81x2 sogar, sehr, sehr wichtig. Schon mal ein richtig guter Anfang. Somit können wir 100%ig das Icon-Pack nächste Folge machen. 1.000.000%. Safe. Wir kommen zum zweiten Pack, 82x2. Gucken, was drin ist. Italien, EV. Ja, dürfte nicht zu gut sein. Ja. Wer ist es? Acerbi und Rodriguez. Oder ich glaube Rodriguez heißt er oder so. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht genau geschaut. Dann gehen wir rein ins 84x2 und schauen, was da drin ist. Guck mal, hoffentlich ein Walkout. Frankreich, IV, gönn. Dein Ernst? Dein fucking Ernst, nochmal Varane. Ey. Gib mir ehrlich nochmal Varane, Digga. Ist das respektlos, Mann. Tch.
Ja, und noch Lukaku im Pack, Varane. Na, ist leider untrade so. Kann man nicht viel mit anfangen. Aber ich verwerte mal in irgendeine SBC. Ich werde mal schauen, welche. Aber ich glaube, für die Icon SBC brauchen wir eh zwei Informs. Deswegen würde ich sagen, machen wir nochmal hier ein TOTW-Ding. Pick. Und fangen den schon mal an. Dann müssen wir in der nächsten Folge nicht noch irgendwie tausend Sachen machen. Deswegen fangen wir den hier schon mal an. Den Team of the Week Pick, zumindest ein Squad. Vielleicht das zweite auch direkt. Dann können wir es direkt aufmachen und dann auch die Informs direkt abholen. Varane ist verwertet. Ja, Team of the Week Pick, wie gesagt, haben wir schon mal angefangen. Das bessere Squad sozusagen haben wir schon mal da den Varane reingepackt. Und ja, wir schauen, was wir hier noch in den restlichen Packs ziehen können. Schauen wir mal in den kleinen Pack. Spanien RM ist auf jeden Fall gar nichts. Easy müsste das sein. Nehmen wir mit. Fertig. Auf geht's. So, dann geht's auch weiter zum 83x3. Mal schauen, was wir daraus ziehen werden. Dickes, fettes Pack Opening hier nochmal zum Schluss der Folge. Jetzt lädt wieder 10 Jahre, wie jedes Mal. Aber jetzt ist auch ready fürs 83x3. Wir hoffen auf einen guten Spieler. Spanien, Stürmer. Nur 83er drin. Es ist frech. Es ist ehrlich frech. Aber naja, solange die jetzt im 100k-Pack gönnen, ist alles okay. Nosepack, wir gehen rein und hoffen auf einen guten Spieler. Komm schon. Deutsch, RM. Es ist einfach peinlich, Digga. Es ist peinlich. Gnabry und sonst nur unter 84er Rating. Ah, Müller, toll. Super, bringt mir viel. Watkins, nicht tradable. Baku, auch nicht tradable. Raspadori, auch nicht tradable. Schloss mal ab, Müller verwehrt mal. Und diese Folge kommt dann noch der Team of the Week Pick. Inform Pick ist somit auch abgeschlossen. Das ist dann auch der Schluss der Folge, würde ich mal sagen. Wenn es auch laden würde, genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Wir ziehen hier Talisca. Sehr geil. Der ist theoretisch sogar schon spielbar. Er hat fast 90 Schuss. Oida. Puh. Heftige Karte. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Verpasst die Folge morgen nicht. Morgen kommt ein dickes Icon Pack. Somit sage ich, haut's rein und ciao.